reinspaziert. Willkommen auf der Regulus, einer Seidon Z60. Sehr spezielles Schiff, sehr schönes Schiff. Und unser Zuhause für die nächsten paar Tage hier. Es muss man ja schon sagen, ist ein echtes Designer-Sahne-Stückchen. Ne? Ist ein Hingucker. Ist ein Hingucker. Seidon Z60, das wird euch wahrscheinlich sagen, weil es wurde nur einmal gebaut. Es ist also ein Einzelstück. Die Yacht wurde in Zusammenarbeit mit BMW Design Works und der Seidon Werft, also eine belgische Yachtwerft, gebaut. BMW. Ja. BMW war mit dran beteiligt, sieht man auch so vom Design her. Es sieht echt, sieht schon sehr schnittig aus, das Teil. Ja, und pünktlich, wenn wir unsere Aufnahmen starten wollen, fängt es natürlich an zu gewittern und zu regnen. Das heißt, wir machen erstmal eine Roomtour im Schiff. So, unser Zuschauer Stefan, der Eigner dieses Bootes, der hat uns eingeladen, mal mit ihm zusammen segeln zu gehen auf seinem schönen Schiff. Und das ist natürlich eine Folge Zeig uns dein Boot wert. Auf alle Fälle. So, willst du rumführen? Ja, das muss man alles wegräumen, oder? Ne, ich habe doch schon alles weggeräumt. Hast du bei mir auch weggeräumt? Ne, bei dir habe ich noch nicht weggeräumt. Also. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, dass ich nicht in deinem Privatkram rumgekramt habe. So, und? Sind wir soweit? Wofür? Eine Roomtour. Für die Roomtour. Denn am ersten Room sind wir ja schon. Nämlich in meinem. Weil du gestern bei Schnick, Schnack, Schnuck verloren hast, ne? Ach nee, du hast sogar gewonnen. Du hast mir die Kabine nur überlassen vorne, ja. Ich habe gewonnen und wusste, dass es Rick so laute Geräusche im Wind macht, dass ich lieber hinten schlafe. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Scheiße. Ich dachte, du wolltest deinem Sohn auch mal was Gutes tun, aber gut, natürlich nicht. Das ist also eine der beiden Heckkabinen, die Steuerbordkabine. Die beiden Heckkabinen, die sind identisch. In der fehlt nur noch, also hier kann man noch ein Brett dazwischen legen, sodass man, und eine Matratze, sodass man ein sehr großes Bett hat. Hier ist das Waschbecken, was ich ziemlich angenehm finde. Dafür im großen Mittelbad gibt es kein Waschbecken, aber eine Dusche und eine Toilette. Von beiden Seiten. Genau, von beiden Seiten. Hier sieht man jetzt, ist ein bisschen vollgepackt, aber hier sieht man auch, dass man es zu einer schönen, großen, richtig großen Liegefläche machen kann. Was eigentlich sehr cool ist, auch für Kinder, ne? So für eine Familie, wenn die Kinder hier hinten ihre Spielwiese haben. Finde ich nicht schlecht. Stimmt. So, Salon. So, das ist der große Salon, der wirklich große Salon. Na, ist halt ein 60-Fußer, ne? Ja, aber trotzdem, es ist sehr hoch, also du hast auch viel Fensterfläche, sehr hell hier drin. Sieht so ein bisschen aus wie Raumschiff Enterprise, wenn du da so drin stehst. Ne? So ein bisschen, ja. So ein bisschen. Man sieht natürlich auf den ersten Blick, dass Stefans Lieblingsfarbe grau ist, weil er hat das Schiff vor 2 Jahren gekauft und hat dann erstmal ein ordentliches Refit gemacht. Als er das Schiff gekauft hatte, da war es nämlich außen blau gewesen und er hat es grau lackiert, sieht gut aus. Und innen war es schon so in Holz und grau gewesen. Ist Geschmackssache, ne? Geschmackssache, würde ich sagen. Mein Geschmack, ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht so ein Grau-Fan, aber es gibt ja viele, die sind so Grau-Fans. Und im Zusammenhang mit dem Bambus, das ist nämlich Bambusholz hier, was ich sehr schön finde, ist es auch wirklich nett, muss man sagen. Das Boot ist ja sehr schön, oder der Salon, der Innenraum, sehr schön groß und offen. Ne? Große Küche, kommst überall schön ran. Wenn ich mich hier mal hinstelle, da muss natürlich ein bisschen meinen Kopf neigen, damit ich unter das Dach passe, ne? Aber geht gerade so. Nein, ist bescheuert. Ist richtig viel Platz. Also das ist mal ein Boot für die Leute, wo wir immer sagen, ihr werdet wahrscheinlich kein Boot finden, weil ihr einfach zu groß seid. Ja, was ist das? 2,50? Das stimmt. So, da komme ich gar nicht oben ran so richtig. Also mit den Händen. Das ist schon extrem hoch, das Boot. Was natürlich ein unheimliches Raumgefühl erzeugt. Ne? Kleiner Wermutstropfen, was wahrscheinlich dem Design geschuldet ist, wäre für mich, weil wir gucken ja, wir sind ja immer so ein bisschen auf Langfahrt aus sozusagen, für lange Touren. Wenn man mit dem Boot segelt, glaube ich, wird man sich hier die in einen oder anderen Griff noch montieren müssen, was aber machbar ist. Du kannst hier einen Griff montieren, du kannst hier was, man kann auch oben was ranmontieren, ist auch kein Problem. Aber so ein paar Griffe, die fehlen hier einfach. Sollte man, also ich persönlich, ich würde es wahrscheinlich noch anbauen. Was auch schön ist bei der Küche, man hat automatisch so ein bisschen Platz, hier sich einzuklemmen. Ne? Man kann, das ist richtig. Die ist hier zwischen, das ist eigentlich ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Und hast trotzdem eine schöne L-Küche. Ist zwar nur eine Kleinigkeit, mir gefällt
die Sitzecke, dass sie quer zum Schiff ausgerichtet ist. Dann kann man nämlich zu dritt oder zu viert sogar die Füße hochlegen beim Film gucken. Prost. Allerdings nur, wenn man den Rechner auf dem Tisch zu stehen hat, wie wir gestern. Wenn man dort den Fernseher benutzen will, dann kann man die Füße nicht mehr hochlegen. Das stimmt allerdings. Dann muss man sich da in die Ecke setzen, dann kann man es auch hochlegen, aber nicht zu viel. Fernseher auf Boden. Kann sich jeder denken, was wir davon halten. Genau, genau. So, hat jetzt aufgehört zu regnen. Jetzt können wir endlich wieder rausgehen, weil von draußen ist das Boot auch sehr schön. Steht hier als letztes Boot am Chartersteg hinter den ganzen anderen, auch großen Booten. Aber es fällt definitiv auf, weil es einfach anders aussieht. Ne? Das Design, man sieht es ja hier auch, ne? Ist alles ein bisschen runder, ein bisschen futuristischer. Es sticht also definitiv aus der Masse heraus und gehört nicht zum, wie soll ich sagen, Einheitsbrei? Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen, ne? An etlichen Merkmalen sieht man eben auch, dass es ein qualitativ hochwertiger Bau ist, auch was die ganzen Materialien betrifft. Es hat zum Beispiel riesen Winschen, alles Elektrowinschen natürlich, Haken. Können wir mal eine abmachen hier, damit man mal drauf gucken kann. Fette Teile, so wie es sich für ein hochwertiges Schiff auch ziemt. Ja, warte mal, gucken wir doch mal da drüben. Da sind die Halyard-Winschen in einer anderen Nummer, ne? Ja. Hier haben wir ein relativ hohes Schanzkleid. Ja, was einerseits sehr cool ist, weil man kann hier ordentlich anfassen und vor allen Dingen, du hast weniger Spritzwasser. Das ist schon mal echt ganz nett. Es fühlt sich sicherer an, wenn man im Deck ist, ne? Das fühlt sich sicherer an auf alle Fälle. Und ein bisschen der Nachteil ist, wenn man drin steht und man, ich meine, das Dach ist ja sowieso relativ hoch, ne? Und man will rausgucken, da muss man über das Schanzkleid quasi drüber schauen. Das ist so ein bisschen der Nachteil dabei, aber insgesamt ist es natürlich für Segeln sehr cool. Jetzt guckt euch mal hier vorne so den Bug an. Finde den Fehler. Ja, wo, was fehlt da? Als wir nämlich gestern hier auf dem Bug standen, dachte ich so, okay, wo ist der Anker? Hat die keinen Anker? Gibt's ja gar nicht. Natürlich hat sie einen Anker, ist ja gar keine Frage. Jetzt zeigen wir euch mal, wo der Anker ist. Da ist er. Das ist ein Teil, ne? Der hat einen Anker mit einem herausklappbaren Bugspriet. Der kommt dann hoch, klappt drüber und dann kann man den Anker fallen lassen. Damit hast du natürlich vorne alles frei, was ja zum Segeln so ganz nett ist, ne? Also ist ein Boot für Technikfans, muss man ganz klar sagen, weil es ist viel Technik drin. Ich würde jetzt persönlich auf einer Langfahrt so einen Mechanismus nicht unbedingt haben wollen, weil man muss es halt warten. Das ist ein ganz klares Thema und ich glaube, das System ist auch einfach dem Design des Bootes geschuldet, weil es ordentlich und offen aussieht und nicht so verramscht hier vorne. Das passt einfach zu dem Boot. Ja. Es verschwindet dann hier einfach alles. Ne? Und du machst die Klappe zu und dann siehst du es nicht mehr. Ja. So ein bisschen ist es auch dafür gemacht. Ne? Das ist ein echter Hingucker. Das ist ein Boot zum Auffallen. Wenn du damit irgendwo anlegst, dann kannst du dir sicher sein, dass es die Blicke auf dich zieht, weil es einfach ein schönes Schiff ist. Ja? Und auch deswegen zum Beispiel hast du eben keinen Anker vorne und deswegen hast du eben diese ausgefeilte Form und das bisschen rundliche und so weiter. Ein ziemlich aggressiv aussehendes Boot, muss ich sagen. Ne? Oh, das, was wir bisher nicht angesprochen haben, Teakdeck? Ja, das Boot hat ein Teakdeck. Aber es hat ein geklebtes Teakdeck, das ist von Vorteil. Aber wie jedes Teakdeck braucht halt auch das Arbeit, aber ich glaube jeder, da reden wir ja oft genug drüber, jeder, der ein Boot hat oder sich mit Booten auskennt, weiß, ein Boot macht Arbeit. Man kann ja Arbeit auch machen lassen. Ne? Das hat halt ein Teakdeck. Sieht schon schön aus, muss man ganz klar sagen. Aber Teak ist halt Teak, nach wie vor. Aber ich glaube mal ganz ehrlich, hier würde auch kein Kiwi-Grip draufpassen auf das Boot. Nee, das muss einfach schön aussehen. Ne? Ja. Ich würde auch mit Kunst-Teak arbeiten, aber es hat halt echtes Teak drauf. Ja. Irgendwann ist vielleicht mal Kunst-Teak drauf. Ja. So, jetzt wieder drinnen. In die eigene Kabine. Du hast immer noch gut 2 Meter, ne? Ja, ja, auf alle Fälle. Knapp, ja. Nur so 2 Meter kommst du hin, ja. Das ist eine, ich würde sagen, eine moderne, hochwertige eigene Kabine. Mhm. Also im Sinne von, es ist alles gerade, wenig verschnörkelt, wenig verspielt. Ist ein Stil, auf dem muss man stehen. Man hat ausreichend Platz hier drin.
mit einem eigenen Bart. Auch hier wieder einheitlich der das Bart in Bambus und in Grau. Bambus ist mal ein ganz anderes Holz. Das ist halt nicht dieser typische Mahagoni- oder Teak-Ausbau, sondern sieht einfach anders aus, sieht sehr freundlich aus, finde ich. So ein moderner Style, aber ein schöner Style. Passt gut zueinander. Den Nachteil, wenn du das nicht, wenn das nicht richtig lackiert oder wenn die Lackierung kaputt geht, dann hast du genau die Stellen hier, das wird dann nämlich schwarz. Ja, das haben wir hinten. Das ist der Nachteil bei Bambus, deswegen muss man immer darauf achten, dass die Lackierung okay ist. Das ist zwar alles schwarz hier. Ja, ach, das haben wir alles sofort drunter bekommen. Das ist da auch wie hinten. Das ist kein Rost, das färbt sich halt nur schwarz. Ja. Das Schiff ist mit einem Bussystem ausgerüstet, man sieht es auch an den Schaltern. Wenn ich hier drauf drücke, ja, mal gucken, wo was angehen kann. Ne, hier nicht, hier vielleicht. Jetzt würde Air Condition funktionieren. Und es sind halt Taster und keine wirklichen Schalter. Das heißt, hier hinter sitzt eine Elektronik, die das alles regelt mit einem Bussystem. Wir gehen jetzt segeln. Ja, hier sind wir schon die Badenplattform, das ist schon eine Mordskonstruktion mit der Hydraulik da drin. Wahnsinn. Zack, und weg ist er. Jetzt geht's los. Was haben wir hier? 7, 8 Knoten vielleicht hier drin. Draußen ist ein bisschen mehr. Hoffentlich. Ja, wird mehr sein. Schöne Thermik jetzt. Jo. Guck mal da, wenn du hier so guckst, ist schon der Hammer, wie viel Geld hier so in der Türkei rumliegt in den Häfen. Ne? Das ist ja ein ziemlich großer Kahn hier mit 60 Fuß. Ne? Nennen es nicht Kahn. Ja, eine Yacht, eine sehr große Yacht. Aber trotz der Größe hat die keine hydraulische Steuerung, sondern eine direkte, also eine Gestängesteuerung, was sehr gut anspricht. Sehr leicht, ist schön. Ja, das ist ja ein recht sportliches Boot auch, ne? Bei anderen schweren, noch schweren, wobei der wiegt ja auch 20 Tonnen hier, ne? Aber bei anderen Booten in der Größe bist du halt mit dem Hydraulik dabei, erstmal richtig zu kurbeln, bis sich das Ding bewegt, aber hier sofort. Ja, es ist Boot für Leute, die nicht arbeiten wollen. Kannst du mit anziehen. Schönes Carbonsegel. Die Segel sind komplett neu. Ja. Carbonsegel, Laminat mit Taffeta beschichtet, damit es halt auch UV-geschützt ist. Wie viel haben die gekostet? Was haben wir gesagt? 30, ne? Ja, sowas in dem Dreh, ne? Aber nur weil sie selber ja super Preise kriegen. Normalerweise bei Nord Sales hätte das 45.000 Euro gekostet, ja. Der Satz. 45.000 Euro. Satz Segel. Sehr geil. Sehr schön. Sieht gemütlich aus. Wurde gleich der Popo ein bisschen gewärmt durch das dunkle Segel. Schon. Das ist natürlich sehr geiles Segelmaterial. Die stehen, ey. Oh. Die stehen definitiv. Ja, super. Sieht vor allem so gefährlich aus. Als Schwarze, meinst du? Machen wir gerade 5,3 True Wind Speed 10. Ja. Ah, die geht schön an den Wind ran. Ja.
trotz der Größe ist sie ja relativ einfach zu bedienen. Also du kannst schon mal eben auch mal für einen Dayturn einfach mal raussegeln. Ne? Ist kein Problem. Reicht auch zwei Leute. Ja. So, 40 Grad Windwinkel, 14 Knoten Wind, mache 7,5 Knoten. Nicht schlecht. 7,8 Knoten. Ja. So lässt sich segeln. Seidon Z60, wie der Name schon sagt, 60 Fuß Länge, das sind 18,30 Meter, etwas über 5 Meter Breite, 2,90 Meter Tiefgang und sie bringt 21 Tonnen auf die Waage mit immerhin 7 Tonnen Ballast. Die Regulus war als das erste Boot einer Serie eines neuen Herstellers geplant und deshalb wurde viel Wert auf Qualität und gute, teure Komponenten gelegt. Mehr als auf Gewinnerzielung. Es soll ca. 3 Millionen Euro gekostet haben. Blöderweise sind sie damals in die Wirtschaftskrise reingerutscht und, naja, während des Baus pleite gegangen. Sie ist mit Baujahr 2008 also das einzige Boot geblieben. Und wir sehen aber, das, was vergleichbare Boote dieser Gewichtsklasse können, das kann die Seidon auch, teilweise sogar besser, in Bezug auf Ausstattung und Luxus. Wir haben hier einen Kohlefasermast und Baum mit Rottverstärkung. Sehr teuer, ein ausfahrbares Bugstrahlruder, dieses spezielle System des Ankers, eine hydraulisch absenkbare Badeplattform. Die Segel lassen sich sehr einfach per Knopfdruck bedienen. Wir haben einen Epoxy-Rumpf und die Liste, die geht noch sehr viel weiter. Das Boot steht anderen Kleinserien also eigentlich in nichts nach, hat aber eben keinen bekannten Namen. Dadurch kommt vermutlich der relativ niedrige Preis zustande. 550.000 Euro unversteuert sind natürlich absolut gesehen viel Geld, aber man bekommt sicherlich mehr Boot für das Geld als bei der Großserie zum Beispiel. Bei denen findet man Optionen aus ähnlichen Baujahren mit einem ganz ähnlichen Preis. Wer also einen Blick geworfen hat auf ein Boot dieser Hersteller, macht definitiv nichts falsch, sich mal die Seidon genauer anzuschauen. Der Stefan möchte sie nämlich aktuell verkaufen. Erst recht interessant für alle, denen es wichtig ist, einen einzigartigen Eindruck zu hinterlassen. Wie ist denn die Story hinter dem Boot hier? Wieso hast du das gekauft? Ich habe nach einem Schiff gesucht für längere Fahrt, was sicher ist für Familie, was man relativ einfach beherrschen kann mit wenig Leuten. In dieser Größe zwischen 55 und 60 Fuß und verschiedene Schiffe angeschaut auf dem Markt und irgendwann kam ich auf das Schiff und das war was Außergewöhnliches, was keiner hat. Was immer nur einer haben wird sozusagen. Es gibt ja nur das eine. Ja. Was mir sehr gut gefallen hat, war auch der Innenausbau sehr hoch, nicht so bedrückend von oben, also sehr hohe Decken. Segelt auch noch sehr gut, sehr angenehm, sehr sicher, sehr trocken. Jetzt geht's ordentlich ab hier. 9 Knoten fahren wir gerade. 9 Knoten, 20 Knoten Wind. Sehr easy zu steuern. Also hast kaum Ruderdruck, selbst bei so einer Schräglage, das ist schon echt, schon gut. Dadurch, dass du auf dem Boden hier verschiedene Winkel hast, kannst du in jeder Position Schräglage gut stehen. So ein paar Sachen an dem Boot sind, sag ich mal, dem Design zum Opfer gefallen, glaube ich. Das ist ja ein Boot, mit dem man alles Mögliche machen kann. Also das ist ja super solide gebaut. Mit dem Teil kannst du auch auf Langfahrt gehen, theoretisch. Da sollte man dann aber noch so ein paar Sachen nachrüsten, so ein paar Handläufe und sowas. Das fehlt so ein bisschen bei dem Boot. Es ist halt ja sehr designorientiert, das haben sie wahrscheinlich einfach weggelassen. Am Deckshaus vorne, wenn du hier langläufst, dass du dich bei Schräglage auch noch ordentlich festhalten kannst. Im Innenraum, der ist ja sehr geräumig, das Boot, aber du kannst dich halt schlecht irgendwie festhalten und abstützen, weil da einfach ein paar Handläufe fehlen. Ist jetzt kein Eck, kann man ja alles nachrüsten, das haben sie halt noch nicht gemacht. Aber wenn man mit dem Boot wirklich lange Turns macht, dann sollte man sowas schon noch nachrüsten. Ich meine, das Ding geht schon ab hier, das Boot, ne? Das ist ein sehr schönes Segel. Durch die Rumpfform merkt man halt, also die schöne Rumpfform, merkt man halt auch, dass er sanft läuft und nicht aufknallt irgendwie. Sehr komfortabel ist man mit dem Boot unterwegs. Das gefällt mir.
Geh von dem Teak weg. Weiß ich aus. Das ist wirklich, sieht echt toll aus. Sehr schön. Mit dem Wagen ringsherum und die Lagune hier drin. Ja, das ist ja mal eine sehr geile Location für ein Mittagessen, würde ich sagen. Hendrik! Ja? Guck mal! Das ist doch ein Traum, oder? Ja? Ja? Kann man glatt noch jemanden unterbringen? Oh, Flip-Flop geklaut. Hier die, hier geht. Hier geht. Hier geht. Hier geht. Bekle. Bir, iki, üç. Oh, okay. He's gonna come back, right? He's gonna bring my shoes, of course. Schon wirklich hübsches Boot, ne? Du, es hat so ein paar Augenpaare auf sich gezogen gerade, ne? Das Boot? Ist schon, ja. Ja, ist schon ein bisschen. Ist schon auffällig hübsch, ja. So. Designstückchen. Ja, ist was anderes auf alle Fälle. Die haben das Boot hier schon erkannt, als es zur Bucht reingefahren ist. Und haben schon die Leute geholt. Gleich einen Tisch reserviert. Tisch reserviert, genau. Ja, bring schön zurück, ne? Ja. Ciao. Cheers. 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 Du solltest umschulen auf irgendwas mit IT, sodass man von hier arbeiten kann. Der IT noch. So, gleich geht's weiter, weil uns Marmaris so gut gefallen hat und wir mit dem Stefan und mit seinem Team von SK Yachting eine super Zeit hatten, planen wir mit ihnen ein Flottillesegeln, also eine Bootsprofi-Flottille sozusagen. Und zwar zum Start der Saison 2024. Genau, aber nicht nur Marmaris hat uns gefallen, also die Stadt, sondern das Segelrevier, ja, ist halt genial. Ja, das, ja, ist richtig. Nur damit ihr schon mal was davon gehört habt, wir werden demnächst in die genauere Planung einsteigen, also Terminplanung, wie viele und welche Boote. Als Kanalmitglieder habt ihr dann die Möglichkeit, mitzubestimmen, mitzureden und vor allem auch die ersten Plätze zu buchen. Das ist wichtig. Die genaueren Infos, die kommen dann zu entsprechender Zeit, rechtzeitig. Das wird eine richtig coole Sache. Und wer jetzt noch nicht dabei ist bei unserer Mitgliedschaft, die haben wir vor 2 Wochen erst veröffentlicht. Die ist quasi frisch. Ne? Unter anderem gibt es darin unseren Podcast, also in diesem Setting, ne, für persönliche Gespräche zwischen uns und auch viel Informationen mit anderen Experten aus der Branche. Und es gibt Zugang zu unserem Forum, also zur Bootsprofi-Community sozusagen, das läuft über Discord. Und wer dabei sein möchte, einmal unten neben dem Abonnieren-Button auf Mitglied werden klicken. Da ist jetzt ein neuer Button dafür. Da gibt es jetzt noch einen neuen Button. Oder auf unserer Kanalseite schauen und dann gibt es sämtliche Infos, die ihr braucht darüber. Wir freuen uns drauf. Ja. Und jetzt geht's weiter in Marmaris. Was kann denn das Boot jetzt noch gut außer gut aussehen? Na, das Handling ist aufgrund der hydraulischen Systeme und der Elektrowinschen sehr einfach. Zum einen, wir haben das Boot zu zweit gesteuert und sind ohne Probleme gut aufgekreuzt. Und dabei ist es rein aus dem Cockpit sehr gut bedienbar. Und klar, ich meine, es ist ein 60-Fußer und entsprechend groß und schwer sind die Segel und entsprechend aufwendig ist es dann natürlich auch, zum Beispiel das Großsegel zu klarieren oder auch mal das Segel zu wechseln. Fühlst du dich wohl da oben? Ja, super entspannt. Ich lege mich da gleich rein. Und ihr wisst ja, dass wir uns auch über Systeme freuen, die das Segeln einfach machen. Und das ist bei einem Boot in dieser Größe auch, ja, auch absolut notwendig. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist so die Redundanz durch die manuelle Bedienbarkeit der Systeme. Zum Beispiel den Genua-Furler, den man, wenn das System ausfällt, eben auch mal manuell bedienen kann. Und das ist, glaube ich, notwendig, wenn man jetzt auf große Fahrt gehen möchte. Für eine richtige Langfahrt gäbe es dann noch einige Sachen zu optimieren, vorzubereiten oder anders auszustatten. Mit der jetzigen Ausstattung, da ist es ein wirklich sehr schöner, sportlicher, stabiler und komfortabler Urlaubscruiser, würde ich sagen. Und qualitativ liegt sie ja weit über dem Durchschnitt. Und ich würde auch sagen, auf dem gleichen Niveau wie die hochwertigen Schiffe bekannter Kleinserienhersteller. Und jetzt, warum willst du es jetzt verkaufen? Ja, die Situation hat sich geändert. Wir haben von SK Yachting einen Dealervertrag bekommen für Pegasus Yachts. Und
um so ein Schiff zu verkaufen, brauchen wir ein Vorführschiff. Die Tendenz geht zwar zum Zweitschiff, aber es ist zu aufwendig, ne? Und verkaufst du schweren Herzens oder sagst du, oh, endlich? Nee, im Gegenteil. Also ist schon, weil es steckt so viel Arbeit drin in dem Schiff und so viel Energie auch. Und auch viel Geld reingesteckt in das Refit. Für dich ist es ja auch völlig normal, größere Yachten zu segeln, ne? Also für die meisten ist es ja das komplette Highlight, so ein geiles Boot überhaupt mal ans Steuerrad fassen zu dürfen, ne? Wenn man damit schon angefangen hat, ist alles danach nur noch easy. Ja. Das Highlight des Schiffes. Das Highlight? Es fehlen natürlich noch die Sektgläser. Das wird hier eingehängt. Das ist ja geil. Ich habe mich schon gefragt, und schon hat man einen wunderbaren Tisch. Warum dieses Tablett solche komischen Dinger unten hatte, habe ich mich schon gefragt. Schatz, möchtest du ein Glas Sekt haben? Ja, ist überzeugend. Allein das Tablett echt völlig den Preis. Genau. Also, wer jetzt noch nicht überzeugt war, der ist es jetzt. Ne? Richtig Dampf zum Schluss jetzt. Ja. Das sieht sehr cool aus. Bei dem Boot machen Aufnahmen, bei dem Licht auch noch echt Spaß. Das ist cool. Richtig schöner Segeltag. Viel Spaß gemacht. Mhm. Ja. Du hast noch einige Zeit hinter dem Steuer gestanden. Ja. Hab Dank für den schönen Segeltag. War hervorragend. Schönes Segel. Wir hatten gesagt eine Stunde, ne? Ja, genau. War das länger? Unwesentlich. Genau. So, wir waren jetzt 4 Tage hier an Bord. Sehr coole Erfahrung auf jeden Fall. Wir haben das Boot auch benutzt und kennengelernt und gesegelt. Vor allem, wo ordnen wir das ein? Das Boot ist ja ein sehr designorientiertes Boot. Mhm. An manche Sachen habe ich mich gewöhnt. Am Anfang musste ich erstmal so ein bisschen mich arrangieren mit der Farbe, weil ich bin jetzt nicht so der Grautyp. Ja? Ich finde es farbig eigentlich besser, aber es passt zum Boot, gefällt mir. Ich finde es ist jetzt nicht so sehr richtig, wohl. Es ist jetzt nicht so richtig der Bootsstyle, auf den du stehst. So, ne? Dieses alte, schiffige Holz. Ist was auf alle Fälle was sehr Modernes. Und hier ist grau. Ist ein super solides Boot. Also auf alle Fälle von der Solidität, Qualität her absolut langfahrtauglich, hat tolle Segel, also es geht auch gut vorwärts. Was soll ich sagen? Es ist ein guter Allrounder, der qualitativ sehr hochwertig ist und vom Design her sehr ansprechend. Ein echter Hingucker, ja. Meine Güte. Also ne, da, wo wir mal angelegt haben, auch vor 2 Tagen, als wir segeln waren, wir hatten die Aufmerksamkeit der Leute. Definitiv. So, das kann gut und schlecht sein, ne? Wenn das Hafenmanöver eben nicht so, das Anlegemanöver eben nicht so gut klappt. Dann, ne? Und das ist ein großer Vorteil. Ja. Es ist ein tolles Design, aber trotzdem zeitlos. Und es gibt eben auch nur eins. Ja. Es gibt nur eins davon. So, also wer was Besonderes haben möchte, meine Güte, das ist was Besonderes. So, das war richtig gut, die paar Tage. Es hat richtig Spaß gemacht. Tolles Boot gesegelt. Wir haben Marmaris kennengelernt. Wir haben vor allen Dingen super nette Leute kennengelernt. Sehr erfolgreiche Tage, würde ich sagen. Ja. So, und für wen das Boot interessant ist, ne? Wir haben auf unserer Webseite eine Seite eingerichtet mit sämtlichen Infos über das Boot. Also wer sich mehr informieren möchte, auf die Webseite, Link ist in der Videobeschreibung. Ja, was den Verkaufspreis betrifft, da gibt es sogar noch etwas Verhandlungsspielraum, würde ich sagen. Ja. Und eine mehrtägige Einweisung mit Stefan, was auch sehr viel wert ist, ne? Hier in Marmaris. Ja, der Stefan, der liebt das Boot natürlich und der ist auch jederzeit bereit, da noch 1, 2, 3 Tage für die Einweisung und für einen Segelturn ranzuhängen. Ja.